Hallo. Der nächste Poetry Slam ist von der G9A, von der Elisabeth-Selbert-Schule. Wir als Klasse haben die letzten Wochen daran gearbeitet. Und genau, den wird euch jetzt Bennett Brockmann präsentieren. Guten Tag. Wir als Klasse haben den Text Vergiftetes Netz getauft und der Text geht so. Wer kennt es nicht? Man steht auf, man kommt von der Schule oder sitzt einfach auf dem Pott. Man scrollt durch Social Media und liest einfach nur noch Schrott. Kommentare voller Beleidigung und verletzenden Worten, voller Trolls und Radikaler und Spott in allen Sorten. Es tut mir leid zu sagen, dass das Internet so viel hasst und andere niedermacht. Aber nein, wir dürfen nicht wegschauen. Sonst werden sich in 10, 20 Jahren meine und auch deine und auch ihre und auch seine Kinder sich nicht mehr ins Internet trauen. Also gehe ich auf die Profile, die hinter den Kommentaren stehen. Frage mich, was treibt sie dazu an, diesen Pfad zu gehen? Was ist ihre Absicht? Gibt es einen Grund? Ist es vielleicht doch nur der Neid, der sie am Ende dazu treibt? Oder ist es diese verdammte Anonymität, welche führt zur Aggressivität? Denn wenn niemand weiß, wer ist, dann kann auch jeder schreiben so einen Mist. Täter sehen nicht, was sie anrichten. Doch sie können so viel zerstören, diese Nachrichten. Sie können sagen, was sie sich sonst nicht trauen. Sie müssen den Opfern nämlich nicht in die Augen schauen. Ich dachte immer, das Internet sei ein Raum für Freiheit, wo ich sein kann, wer ich bin, ohne Angst und Leid. Doch jetzt sehe ich, dass ich mich täusche. Denn Hate Speech im Netz hat einen großen Effekt. Führt zu Angst, macht unsicher und du denkst, du hättest einen Defekt. Ja, du bekommst Schmerzen, nicht physisch, nein, psychisch. Es raubt den Frieden ganz und gar. Es hinterlässt Spuren und Narben, Jahr über Jahr. Der Druck durch Social Media wird immer höher. An Schulen steigt die Zahl an Depressionen. Egal, ob Jungs Scham für ihren Bauch empfinden oder Mädchen sich zu dem Mainstream-Schönheitsideal schminken. Doch wir können, nein, wir müssen uns dagegen stellen. Unsere Stimmen erheben, um die Welt der Betroffenen zu erhellen. Wir können kreativ sein, um diese Botschaft zu verbreiten. Zusammenhalten. Und uns unterstützen, um die Liebe zu erfalten. Nein, wir lassen uns nicht unterkriegen. Ja, wir werden nicht verstummen und dem Hass unterliegen. Ja, wir werden kämpfen für den Frieden. Wir brauchen eine Kampagne, die zeigt, wie man diesen Hass vertreibt. Schulen, die Workshops anbieten, um die Jugend davon abzuhalten, irgendeinen Scheiß zu tweeten. Unsere Solidarität macht uns gegen Hate Speech stark. Wenn wir uns vereinen, gibt es für Hass keinen Platz, denn er ist zu schwach. Gemeinsam können wir gegen Hass und Diskriminierung kämpfen. Uns aus der Spaltung heraus entwickeln, die Wut und die Trauer abdämpfen. Wir können uns gegen Hass positionieren, indem wir aufstehen, für Betroffene kämpfen, einfach mal hinsehen. Wir können respektvoll miteinander umgehen. Wir sind doch alle eine Spezies, das müssen sich doch auch mal die Hater eingestehen, bevor wir alle als große Gruppe, ein Volk, aufeinander losgehen und kaputt gehen. Nun hört doch auf mit dem Hass und der Rassentrennung, denn alle verdienen Respekt und Anerkennung. Lassen wir das Internet zu einem Raum werden, in dem Freiheit, Toleranz und Akzeptanz herrschen. Vielen Dank.